Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung. Dieses schöne Top wird mit einem vierfädigen grünen Bobbel gehäkelt und einer 3,5er Nadel. Wir beginnen damit unseren Brustumfang auszumessen. Ich häkel hier wie immer für Größe M, also Größe 38. Und das sind in etwa rund um die 100 cm. Hier allerdings teilen wir nicht durch 2, sondern ziehen 15% ab. Dann komme ich auf 85 cm und ich habe bereits schon die Kette gehäkelt und weiß, das sind 130 feste Maschen. Also, wer eine Luftmaschenkette einfach nur häkeln möchte, der kann dann auf sein Ergebnis eine Luftmaschenkette machen oder für Größe M 130 Luftmaschen anschlagen. Und wie schon erwähnt, auf Nadelstärke 3,5. Also Brustumfang minus 15% und auf euer Ergebnis die Kette anschlagen. Ich häkel jetzt wie immer mit dem Fußschlingenanschlag eine direkte Kette aus festen Maschen. Dazu mache ich 2 Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Könnt ihr unten zuziehen. Dann hat sich hier eine Masche gebildet. Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe und dann durch 2. Nächste gebildete Masche. Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Wem das Ganze zu schnell ist, unten rechts am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, da könnt ihr alles etwas für euch langsamer stellen, zumindest vom PC aus. Und so werde ich jetzt meine 130 Maschen häkeln. Der Vorteil ist, dass das schön elastisch wird. So, nach 130 Maschen, festen Maschen, sieht das Ganze so aus und wir können es natürlich jetzt noch nicht verbinden, ohne dann dieses Gefummel zu haben, dass sich das ständig verdreht. Also gehen wir jetzt hin und machen die erste Reihe. Dazu 3 Wendenluftmaschen, einen Umschlag und in die erste Masche ein Stäbchen. Setzt ihr euch am besten den Marker. Als nächstes folgt eine feste Masche, dann wieder ein Stäbchen, eine feste Masche und wieder ein Stäbchen, immer im Wechsel. Und so jetzt die komplette Kette bearbeiten. Stäbchen, feste Masche, Stäbchen, feste Masche. So, am Ende ist die Kette breit genug, um das Ganze problemlos zu entwuseln und vernünftig schließen zu können. Da wir nicht in Hin- und Rückreihen häkeln, sondern einfach Runde für Runde. Schaue ich jetzt hier, am Anfang hatte ich ein Stäbchen. Also beginne ich das Ganze mit einer festen Masche zu schließen. Solltet ihr nachher 2 feste Maschen oder 2 Stäbchen nebeneinander haben, könnt ihr dies einfach mit einer Ab- oder mit einer Zunahme korrigieren. Das fällt dann nicht auf. Und hier unten mache ich mir auch noch mal einen Marker hinein, damit sich das nicht wieder verdreht. Und nun häkeln wir immer im Wechsel. Wir haben jetzt hier ein Stäbchen, dann kommt eine feste Masche und dann kommt eine feste Masche und wieder ein Stäbchen. Hier ist ein Stäbchen, da kommt dann die feste Masche hinein. Und hier ist jetzt wieder eine feste Masche, also ein Stäbchen. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das machen wir jetzt Runde für Runde, bis euer Oberteil für euch lang genug ist. Ganz easy. So, nach 40 cm ist das Ganze für mich lang genug. Sieht jetzt hier etwas klein aus, ist es aber nicht. Es ist sehr elastisch. Aber auch hier sollte jeder für sich selbst das Ganze anpassen. So, jetzt gehe ich auf eine 4,5er Nadel und mache mir einen Abschlussrand aus verdrehten Maschen. Dazu steche ich dann einfach nur in die Masche ein, ziehe beide Laschen auf gleiche Höhe, verdrehe die Nadel nach hinten und Masche ab. Nächste Masche, Faden holen, beide Laschen auf gleiche Höhe, nach hinten verdrehen und abmaschen. Nächste Masche, beide Laschen nach oben, nach hinten verdrehen und abmaschen. Ein ganz einfacher Rand, schlicht und trotzdem schick. Und das werde ich jetzt sowohl oben als auch unten häkeln. Und die größere Nadel dient dazu, dass das Ganze weiterhin schön elastisch bleibt. So sieht es dann aus. Kommen wir noch zu den Trägern. Für die Träger nehme ich eine 3er-Nadel, damit diese schön fest werden. Auch hier nehme ich wieder den Fußschlingenanschlag und werde mit festen Maschen häkeln. Ihr könnt also eine Luftmaschenkette häkeln auf eure Länge, die ihr benötigt, und dann mit festen Maschen zurück oder auch hier wieder direkt so mitarbeiten. Die Träger werde ich für vorne und hinten 15 cm hoch machen, also insgesamt eine Kette aus 30 cm. Häkeln. Und das mal 2. Auch hier ist wichtig, beide Schlingen immer wieder nach oben auf gleiche Höhe ziehen, damit die Kette gleichmäßig und schön elastisch bleibt. Und so sieht es dann aus nach 30 cm. Hier sollte aber auch jeder für sich selbst das Ganze anpassen. Hier ist unser Top mit Träger 1 und Träger 2 und das war's schon. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Sie war recht fix, simpel und einfach. Ich finde, ein wunderschönes Sommertop, sogar auch im Winter unterm Pullover gut zu tragen, hält die Nieren warm. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, vergesst nicht, wie immer ganz, ganz wichtig, eure Bewertung abzugeben. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir in die Kommentare und ansonsten gilt wie immer, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao!